Hercules. Let's have it out! So, erstmal muss der Priester weg. Let's end this! Gut. I'm here. Ja, sorry, Zungen. Auf den Kohlen liegen Muschelschalen und Krabbenpanzer herum. Oh, eine Schriftrolle, die verängstigt macht. Das ist immer praktisch. Regenerationstrank. So. Und ja, ich könnte die nekrotische Lanze von hier lernen. Lernen wir die einfach mal. Und ja, aus Adolfs Zauberbuch sollte ich den hier auch mal lernen. Dem, falls ich vorhab, den da mal rauszuschmeißen. How may I help? So. I'm here. Gut, dann können wir uns als nächstes noch den Kompass ansehen, wenn wir schon hier sind. So, machen wir einen Abschluss des Siegel. Let's burn this. Nö. Mach mal den hier. Lava. So. Certainly. Ich find's lustig, dass hier ein Steg ist zwischen all dem. Oh, Algen. Eher ein Morgenstern und noch mehr Silberlusken. Silberlusken hatten wir allerdings schon. Komm, schmeiß die mal um, Edir. I'm here. So, Level up für Kanna. Auch ein bisschen mehr Athletik und Wissen von mir aus. Schadensreduktion, Phantombeschwören brauchen wir nicht unbedingt. Ja. Hier steht halt nur feindliche Einheiten im Wirkungsbereich, also nehme ich einfach mal den Schock. Uralte Erinnerung. Beschwör deine uralte Energie herauf, die alle Verbündeten in Reichweite von einer konstanten Regeneration der Aufstau profitiert, während der Sänger zaubert. Muss Gesang anstimmen und sie regenerieren Ausdauer, was gar nicht mal so schlecht ist. Ja, dann nehmen wir das auch einfach mal. Der Sänger kann Phrasen schneller rezitieren, wodurch er Beschwörungen früher im Kampf einsetzen kann und die Überlappung zwischen Phrasen erhöht wird. Sieht man das zufällig dann auch?
Following your lead. Ja, die Dinger sind jetzt kürzer geworden. Also die Rezitierungen sind kürzer geworden. I'm here. So, ein paar Helmsachen, ein Stab und ein Kupferstück. Seid aus Fulvanus reisen. Als ich in westlicher Richtung nach Golta reiste, traf ich einen anderen Reisenden von beträchtlicher Intelligenz, mit dem ich ein angenehmes Gespräch führte. Dabei kam heraus, dass der arme Kerl die scheußlichsten Stiefel trug, die man sich vorstellen kann. Ich gab ihm meine Ersatzstiefel, damit er valianische Handwerkskunst besser zu würdigen lernt. Mögen sie ihm gute Dienste leisten, denn er sagte, er beabsichtige, die als Schwarzaugen bekannte Wildnis zu durchqueren. Das kann ich mir nicht als freundlichen Ort vorstellen. Dieser Felsbrock steht inmitten eines gezackten Steinrings und wirft je nach Stand der Sonne lange... Ein schöner Anblick, auch wenn wir nur... Ach, wenn wir nur mehr Zeit am Meer verbringen können, sagt Kanna. Ah ja, und wirft lange Schatten über den Sand. Mhm. So, damit haben wir auch Anslogs Kompass fertig erkundet, bis auf die Höhle. Ich glaube, wir schaffen es dann in dieser Aufnahme sogar noch zurück nach Goldtal. Noch stehe ich relativ gut da mit meinen Lebenspunkten, also lassen wir das mit dem Rasten mal außen vor, weil Zauber haben wir noch. Following your lead. Mehr als genug. I'm here. How do you do? Ist es vollbracht, bin ich das endlose Gekrächze des Zauribs endlich los? Krächz? Nein, Tana, deins mag mir gar nichts aus. Sie sind alle tot. Gut, ihre schwächlichen Versuche, uns zu überraschen, gingen mir wirklich auf die Nerven. Hier für dich. Sie gibt dir 3 Fläschchen für deine Mühen. Und jetzt können wir meinen Teil des Geschäfts in die Wege leiten. Ich werde mit der Zubereitung der Mixtur beginnen, aber dazu brauche ich noch eine Zutat. Einige Spuren von den Kreaturen in der Höhle dort. Sie deutet auf einen Ort gleich nördlich ihres kurzen Strandabschnitts. Sporlinge nennt man sie. Sie stellen ein recht gutes Material dar und ich brauche einen für die Mixtur. Wenn dir noch andere in die Hände fallen, umso besser. Muss ich dir hiernach noch einen dritten Gefallen erfüllen? Angar lächelt. Ich brauche das zur Herstellung des Trankes, um den Aufrag gebeten hat. Wenn du nicht helfen möchtest, dann... Daran kann ich doch auch nichts ändern, oder? Ja. Die Flehen einer Mutter. Anstatt einer Bezahlung bat mich Rangar, ihre Xaurib-Helfer Tana zu unterstützen, der anscheinend von Mitgliedern seines früheren Stammes gejagt wird. Rangar hat mich gebeten, sie zu beseitigen. Ihr Lager befindet sich im Nordosten der Lagune. Ich habe mich um Rangars unliebsame Nachbarn gekümmert. Vielleicht wird sie jetzt gewillt sein, mir als Gegenleistung zu helfen. Ja, zum Bauen von Rangars Tank wird anscheinend ein besonderer Teil einer der Sporlinge benötigt, die in einer naheliegenden Meereshöhle zu finden sind. Sie hat mich gebeten, einen Sporling für sie zu holen, während sie am Rest der Mixtur arbeitet. Mhm. So, die Höhle, die kriegen wir noch. Wir kommen gut voran, muss ich sagen. Und ich denke mal, wenn wir dann wieder durch die Schwarzau nach Khet Noor gehen, können wir auch die beiden Sumpflaurer ausschalten. Hallo? Hallo? Let's end this! I'm here. So, die Sporlinge können wir, glaube ich, rauslocken. I shall be quiet as a calm sea, which is not very quiet. Hier drin ist diesmal nur eine Feuchtspore. Huh!
So, und gegen die Feuchtspruche benutzen wir, glaube ich, am besten Fernkampf. Yes. Hey. Yes. Nice and quiet. So, und zwar mit Überraschungsangriff. Brennende Wunden. Und ihr drei schießt drauf. How may I help? Brave does she love you leave. So. I'm here. Gut. Moos und Schimmel haben sich wie eine Decke über die Knochen gelegt. Sie riechen erdig und nass. Goldsuhl. Kupferskirt. Und eine normale Arbalest. Okay. Damit haben wir das auch erledigt. Das heißt, wir können dann nach Goldtal zurück und dort erstmal rasten. Bevor es dann in den Esternwald und zur Redricks Schloss geht, weil uns Kolsk ansprechen wird, wenn wir die beiden Quests noch abgegeben haben. Hello. Vorsichtig mit diesen Sporlingen, sie dringen schnell in deinen Verstand. Dein Rangar tippt sich leicht gegen die Schläfe. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum die Sporen so nützlich sind. Ich habe hier ein paar Sporen. In der Tat, hervorragend. Gib mir mal eine her, dann gebe ich sie in den Kessel. Das sollte nicht lange dauern. Die Mixtur ist fertig. Bring sie zur Aufra. Sag ihr, sie soll sie vor dem Einschlafen trinken. Das macht sie schläfrig. Am Morgen sollte sie sich dann vitaler fühlen. Sag ihr, sie soll mehr Fisch essen. Käse auch. Der Krank wird für einen gesunden Appetit sorgen und sie kräftigen. Wenn ich mich recht erinnere, ist sie eine ziemlich zerbrechliche Frau. Ich dachte, das wäre ein Heilmittel. Was ist überhaupt in diesem Trank? Ich kann dir einmal meine Geheimnisse offenlegen. Rangar lächelt. Ein paar Feuchtspuren, aber das weißt du ja schon. Sie werden ihre Seele stärken und ihr die Energie zurückgeben, die sie ihr einst stahlen. Es wird das Vermächtnis nicht heilen, das kann ich ganz frei heraus sagen. Dein des Körpers kann ich wohl versorgen, aber bei Gebrechen der Seele bin ich machtlos. Vor allem, wenn die Götter dafür verantwortlich sind. Rangar verschenkt ihr Arme. Das habe ich auch erklärt, aber die Leute glauben, was ihnen gefällt. Also lass sie glauben, vielleicht wird ihr das helfen. Der Glaube ist eine mächtige Angelegenheit. In der Zwischenzeit wird sie sich viel besser fühlen. Und wenn das Vermächtnis ihr Kind nicht fordert, dann wird es gesund geboren werden. Das zumindest kann ich versprechen. Also gut, dann gehe ich besser. Wie versprochen habe ich alles in meiner Maschine getan. Bitte bestelle auf meine besten Grüße. Ja. Ich erlangte die Mixtur, um die mich Aufra gebeten hatte, aber Mutter Ranga teilte mir mit, dass dieser Trank statt eines Heilmittels lediglich eine Hebammenarznei zur Verbesserung von Aufras Gesundheit sei. Ja. Das heißt, im Endeffekt liegt es an uns, die Hohlgeburt zu stoppen. Wir kennen ja, also nicht unser Charakter, sondern wir selber kennen ja den wahren Grund. Also jeder, der meinen ersten Playthrough geschaut hat. Oder das Spiel selber gespielt hat. So, dann reisen wir nach Goldtal. Wenn wir Glück haben, kommen wir gleich beim schwarzen Hund raus. Nein, Glück haben wir keins. So.
Und ja, stimmt, den Tempel haben wir auch noch. Gut, ich gehe zum schwarzen Hund und dann speichern wir erstmal. Wieder. Wird ja Zeit. Das wäre jetzt 004, nicht wahr? Ja. Let's play 004. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.